Herzlich willkommen, heute schauen wir uns an, was passiert, nachdem wir den PC eingeschaltet haben. Natürlich schauen wir uns an, wie denn ein PC aufgebaut ist. Er besteht aus einer CPU, aus einem Prozessor, aus dem RAM, dem Arbeitsspeicher, den Random Access Memory und natürlich die Southbridge, die zum Beispiel Festplatte, DVD-Laufwerke, USB, Floppy und so weiter, andere Ports an den PC anschließt. Und natürlich ganz wichtig, unser optisches Interface, die GPU, die Grafikkarte, damit wir auch was auf dem Bildschirm erkennen können. Dann natürlich andere Peripherie wie Maus und Tastatur und Sound. Dann haben wir noch die Northbridge, die sitzt zwischen CPU, RAM und GPU. Aber das ist ja ein grober Überblick. Moderne Designs können davon abweichen, ihr wisst ja, Technik entwickelt sich immer weiter. Was bedeutet das nun, den PC einzuschalten? Natürlich als allererstes müssen wir mit Strom verbinden, also Netzteil anstecken und einschalten. Jetzt hat das Netzteil Strom. Jetzt müssen wir nur noch einschalten. Also drücken wir den Einschalter. Was passiert jetzt? Die CPU kriegt Saft, alle Stromversorgungen sind da. Das Einzige, was die CPU jetzt gerade machen kann, ist das BIOS laden aus einem Chip, aus einem ROM. Da ist das BIOS enthalten, das Basic Input-Output System, wie der Name sagt, sehr einfach. Und es macht nicht viel. Zum Beispiel hat es den POST, eine Startroutine, den Power-On-Self-Test. Also wird der Rechner beim Einschalten erstmal überprüft. Die CPU lädt das in ihren Speicher und dann in den RAM. Und so überprüft dann alles. Zum Beispiel die Northbridge, die Southbridge, die ganzen Festplatten. Zum Beispiel das Sound, die Peripherie, ob eine Grafikkarte dran ist. Alles das wird überprüft und ob es auch funktioniert. Denn es ist natürlich wichtig, sonst funktioniert euer System nachher nicht. Also, das ist ein sehr wichtiger Test. Und wenn dieser fehlschlägt, dann piept der PC auch und gibt einen Fehlercode aus. Zum Beispiel kann auch der Arbeitsspeicher überprüft werden. Meistens wird nur ein kleiner Teil überprüft, weil die Gesamtüberprüfung ein wenig dauert. Deswegen wird das weggelassen. Meistens. So, nachdem der Power-on-Self-Test fertig ist und keine Probleme festgestellt wurden, fährt der PC eigentlich normal weiter hoch. Und da kommt es nun das zweite Video ins Spiel. Das ist nicht von mir, das ist von PC Health. Dieser hat dort einen zweiten Teil erstellt, wo es dann darum geht, was es bedeutet, nachdem der POST fertig ist, nämlich dann, wenn das zur Software kommt. Das war nämlich alles, was die Hardware jetzt macht. Jetzt ist theoretisch der Rechner so weit, dass er hochfahren kann. Und das Einzige, was man davon groß mitkriegt, ist ein kleines Blinken auf der Tastatur und der Code, der den PC ausspuckt, zum Beispiel CPU erkannt, Grafikkarte erkannt, Maus, Tastatur, Festplatte. Und dann ist schon alles vorbei und man sieht nichts mehr und Windows lädt. Mehr gibt es auch nicht zu sagen und dann schaut auch mal bitte auf seinem Kanal vorbei und schaut euch den Teil 2 an. Sicher sehr interessant für einige und vielen Dank fürs Zuschauen wie immer von mir. Wenn ihr natürlich Fragen habt, unten in die Kommentare, ich beantworte sie gerne. Und über ein Abo natürlich, wie immer, freue ich mich. Also bis dann und bis zum nächsten Video. Ciao.